Okay, das war ein wenig knapp, aber nur ein wenig. So. Alles klar. Ach komm, weißt du was? Ich bin ja mal nicht so. Diesen großen Erfolg speichern wir ab. Konzentrieren uns. Das haben sie, glaube ich, auch damals. Sie haben sich ja eigentlich einfach auch selbst gefeiert, von wegen, oh, guck mal, was wir für eine geile Spielmechanik eingebaut haben, ey. Die wenden wir jetzt voll oft an. Und wenn ich mich aber trotzdem recht erinnere, kommt die im Spiel danach, glaube ich, fast gar nicht mehr vor. Vielleicht ein, zwei Mal oder so. Ich weiß es nicht. Und dann auf einmal, ne, für so ein paar Meter klappt es dann automatisch. Und jetzt vorm Ende spackt sie wahrscheinlich nochmal wieder rum. Nein, doch nicht. Lara, ich bin doch erstaunt. Hier war auch noch ein Fenster. Da kann man, glaube ich, auch noch. Aha. Tatsache. Ja, sorry, bei sowas. Bei so Sprüngen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Da speichere ich auch immer sehr gerne. Ruhig auch mal öfter. Ja, ich hab mal nochmal. Nee, komm, das lade ich jetzt aber. Lädt ja auch sehr schnell. Also da können sich einige Spiele auch eine Scheibe von abschneiden. Muss ich vielleicht mit Anlauf darüber? Das könnte natürlich sein. Warte mal. Ich versuche das jetzt noch einmal. Wie kommt man denn sonst darüber? Kann man ja sonst nicht. Nee. Hä? Okay, einmal versuche ich es noch. Ich bin ja auch so ein bisschen, ne? Ich will das ja auch mal irgendwie. Ja, mal gucken hier. Ach komm. Für die Muni, weißt du, das ist ja. Wenn das jetzt ein großes Medipack gewesen wäre, dann hätte ich mich geärgert. Oder sogar eine Rose. Ne? Ich komme jetzt echt nicht auf den Namen von dem anderen Kerl. Der eine ist Pierre und der andere heißt... Wie heißt denn der nochmal? Übrigens, den wir am Anfang gesehen haben, das war ja so ein Pfarrer. Das war ja Winston, unser Kellner, wollte ich gerade sagen. Oh, ja, ich weiß es noch wie gestern. Hier wird's spannend, wird's hier. Wir müssen hier öfter mal ein bisschen herjumpen. Winston, unser Butler. Das Wort hatte ich gerade gesucht. Da ist nämlich was. Ah, ja, machen wir es einfach so rum. Ha, bekommen wir doch noch das, was wir wollen. Und der dritte im Bunde, der in dieser grüneren, ja, militärähnlichen Uniform, das dürfte Jean-Yves gewesen sein, den wir in Tomb Raider 4 kennengelernt haben. Oder kam der auch schon vorher vor? Ne, ich glaube nicht. In Ägypten, oder wie sie es damals in Tomb Raider 4 ja gesagt hat, du musst der Herrscher über Ägypten sein. Ja, es ist wirklich so. Oh! Hallo. Cool. Aber wenn ich da jetzt runtergehe, ich komme doch da nicht wieder raus. Da liegt aber... Oder? Ich weiß es nicht. Komme ich hier wieder hoch, wenn ich hier runtergehe? Nein. Ach, wisst ihr was? Das sind nur Fackeln. Was soll ich damit? Die werden wir sowieso relativ selten, wenn überhaupt, brauchen... Okay. Das hole ich mir aber nochmal. Das ging ja schnell. So. Habe ich behauptet, ich könnte das Spiel gut spielen? Nö, ne? Gut. Dann kann mir das ja auch niemand vorwerfen. Das ist doch schön. Das ist doch wundertoll, ist das doch immer. So, und jetzt nicht eine Rolle machen, sondern aufpassen hier. Schön nach hinten gehen. Klack, klack, zwei Schritte und springen. Also wenn man das einmal verstanden hat, dieses Prinzip mit diesen Quadraten hier, mit den Quadratmetern, dann ist das durchaus machbar. Es ist nur die Frage, ja, geil. Was?
Muss ich doch darunter? Muss ich doch dahin? Anscheinend doch. Okay, dann müssen wir nochmal zurück. Ich dachte, das wäre nur so ein optionaler Weg gewesen. Okay, dann gehen wir hier runter. Okay. Geh da runter. Ja, wir müssten eigentlich wieder hochkommen. Von hier? Genau, locker. So, ist hier unten noch irgendwas? So, schön. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Souverän, Lara, souverän. Ach, die Chose war das, yo. Aha. Wir müssen... Richtig, man sieht's ganz dezent angedeutet. Diese sehr zahnigen Zahnräder, muss man auch mal sagen, auf eine Ebene bringen, das Große und das Kleine, was wir als erstes gesehen haben, damit sich dieser ganze Mechanismus in Gang setzt. Wofür das auch immer sein wird, man weiß es halt nicht ganz genau, man munkelt halt auch ziemlich hart. Aber wir werden das schon rausfinden. Kann man hier hoch? Nein. So, was ist jetzt hier los? Mal eben Überblick verschaffen. So, da können wir nicht hin. Da hinten müssen wir auf jeden Fall irgendwie rüber. Die Frage ist nur, von wo? Tja. Kann man sich hier irgendwo herhangeln? Nö. Was? Ich muss doch nicht ernsthaft von hier hinten. Das schafft sie doch nicht. Darüber springen. Wie kommt man da hin? Und warum? Kann man denn hier irgendwo hin? Kann sich auch hier nirgendwo festhalten. Verstehe ich nicht. Tja, hilft ja nichts. Ich muss ja irgendwie da hinten so rüber. Okay. Nee. Hä? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oder musste ich hier runter? Ach, hier waren wir doch gar nicht, ne? Cool. Dann muss ich mich runterlassen. Ich dachte, ich hätte sofort darüber gemusst. Alles klar. Ja, gut. Auch okay. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Tomb Raider 4. Da ist nix. Okay. Dann gehen wir hier auch wieder raus. Energie sieht noch ganz gut aus. Noch. Ich hab keine Ahnung. Hier ist die Stelle, die wir gesehen haben, genau. Ja, okay. Cool. Und jetzt? Kommt man hier wieder irgendwie hoch? Kann ich irgendwie was machen? Das sieht für mich alles so ein bisschen nach Kletterwand aus hier. Mit den Sprossen. Aber ich glaube, das Spiel trollt mich gerade ein bisschen. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass man hier hinten links irgendwie weiterkommt. Aber. Ha! Sieh mal einer, guck. Oh, jetzt wird's aber scheiß Wetter hier, ne? Da oben hört die Welt übrigens auf. Was? Wieso kletterst du nicht weiter? Lara? Dann klettern wir halt um eine Ecke. Um eine Ecke rum, wie man das bei uns sagt, hör mal. Ah, genau. Und dann ist da wahrscheinlich die Plattform. Da können wir uns dann runterlassen. Ich sehe nichts.
Ah, alles klar. Gut, so, wenn wir jetzt einmal hier oben sind, gehen wir mal wieder nach oben. Ja, wenn ich mich recht entsinne, wird das jetzt hier eine lustige Hin- und Herspringerei werden, die uns teilweise etwas Nerven kosten kann. Nicht, dass es auch sowieso nicht schon so wäre in den meisten anderen Fällen, aber man weiß es halt nicht. Ein bisschen Uschi-Munition, sehr schön. So. Da hinten können wir nicht reinspringen. Sicherheitshalber immer mal die Aktionstaste, die man ja 10.000 Mal im Tutorial von Tomb Raider 4 gesagt bekommen hat, drücken, gedrückt halten. Denn hier haben wir eine schöne Mechanik. Ich habe keine Ahnung. Die uns jetzt nichts zeigt. Eigentlich, wow, Lara, bleib leisure. Ich hoffe, es ist jetzt nichts auf Zeit oder so. Das wäre nämlich ein bisschen doof. Hoch. Und ich glaube, hier hinten ist nämlich auch noch so ein... Genau. Hier müsste auch noch so ein Ding sein. Richtig. So, das hat sich angehoben jetzt. Okay. Okay. Darf ich nochmal? Cool. Darf ich nochmal? Ne, jetzt will es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ob das doch auf Zeit ist. Ich traue dem Spiel halt alles zu. Das ist halt schwierig. Das ist echt problematisch, ne? Okay. Hoch da. Rüber da. Da. Und jetzt vielleicht hier nochmal ziehen. Sauber. Cool. Was auch immer das jetzt getan hat. Ah! Oh. Böse Erinnerungen. Ganz, ganz böse Erinnerungen. Okay, also ich darf mich jetzt hier wieder runterlassen. Machen wir das doch einfach mal. Und zwar müssen wir dann... Wo war denn die Leiter? Leiter. Doch, Leiter ist richtig. Was erzähl ich denn? Es ist doch eine Leiter, immer. Die war nämlich hier. Komme ich von hier? Nö. Kann ich mich einfach runterlassen? Das tut doch Aua. Kann mir doch keiner erzählen. Ach komm. Wir haben es doch. Cool. Ich frage mich immer, vielleicht war das aber auch der berühmte Herbert aus den Resident Evil Let's Plays von Alex, wer hier immer die ganzen Fackeln angemacht hat. Also wer hier vorher drin war, und es darf ja auch noch nicht allzu lange sein. Sonst wären die Fackeln ja nicht an. Nicht mehr an. So, okay. Hier ist aber sonst nichts. Da ist auch nichts. Haben wir was zum Einsetzen? Ich bezweifle das. Und ich bezweifle korrekt. Okay. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich hatte eigentlich gehofft. Moment. Secret?